Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Gastreplay von World of Tanks. Ich bin Zanossi und kommentiere heute den T22 SR. So, wir befinden uns auf Redshire. Ja, gespielt von Zappy Fracture vom Clan Skill. So, gucken wir mal. Also ich bin mal sehr gespannt auf den Panzer. Das erste Mal, dass ich ihn wirklich so live in Aktion sehe. Man hat ihn zwar schon mal so im Gegnerplatoon gehabt oder so weiter halt, oder dass auch mal herumgefahren ist, aber jetzt kann man endlich mal drauf gucken. So, was ist das Wichtigste an dem Ding? Ja, Munitionierung erstmal, ganz klar. Panzer kommt auf die Knifte an. Ja, gleiche Munitionierung wie auf dem Object 140 zum Beispiel. Also wir sehen APCR mit 2, obwohl ein bisschen weniger Durchschlag, 264 Durchschlagskraft, dann 330 mit Heat und ja, HE bei den Dingern bin ich mittlerweile genauso drauf, braucht keine Sau. Weil das prallt selbst mit HE mittlerweile, geht das so oft nicht durch. Da verlasse ich mich dann lieber auf die APCR-Munition und dann, achso, wir gehen mal auf seine Sicht drauf, dann sehen wir, wohin schießt. So, da hat er schon mal getroffen. Also man sieht schon, zieht sehr schnell ein und so weiter und das Ding ist ja auch wirklich echt brettenhart. Ja, wie komme ich an den T22 Medium? Tja, es ist ein Premium-Panzer, der über die Scharmützelgedönsel da zu erspielen ist. Das heißt, über die letzte Mission gab es ja Riesentrubel drüber im Forum, dass Leute sich den ergaunert haben, paar haben es zugegeben. Prominentestes Mitglied da wahrscheinlich ist der Jeff gewesen, halt, der ihn beschissen hat und, jo, Panzer weg, aber selber schuld. Gut, konzentrieren wir uns mal aufs Gefecht. Also man sieht schon, ein sehr bounciger Turm. Gun Depression ist auch gar nicht so schlecht, wie das aussieht hier. Ne? Also er kommt da trotzdem hinten dran. Turm weit vorne, sehr flache Silhouette. Dann hat er vorne diese Alpha-Panzerung, die, ne, wie man schon sieht, kennt man ja von der IS-3 zum Beispiel halt. Also da auch sehr bouncy. Ja, gucken wir mal. Ja, im Chat geht's auch schon wieder los. Die haben schon wieder gute Laune da. Aber man sieht auch schon gerade, die Einzellinie wird gerade echt übelst gerammelt. Aber man unterschätze niemals zwei Mediums. Wenn die drauf sind, die haben so eine abnormale DPM. Ne, die schießen alle, beide 6,6 Sekunden. Also man sieht auch, er fährt das Ding mit Ration, aber warum auch nicht? Hauptsache drauf da. So, WZ von hinten mit APCR war das. So, genau, einfach drauf und immer lang und satt. Ne, aber man sieht wirklich halt, wie gesagt, die, die DPM von zwei Mediums ist wirklich unschlagbar. Ne, zack, ist er raus. So, ist er raus. So, da stand er halt gerade ein bisschen unglücklich zum M103. Jawohl, so muss das sein. Immer schön drum. So. Vor 2000 Schaden sind wir schon. So, Obi flankiert von links. M103 ist auf ihn konzentriert. Zack, Unterwanne und hin. So, der ist gleich hinter sich. Wunderbar. Und weiter geht's auf die E7. Wie gesagt, so macht man das wirklich halt. Ne? Also man kann da gerade, wenn die dich nicht pushen mit 3-4 Panzern, dann bist du mit den Mediums so bretthart. Nicht nur Überzahl, sondern wirklich im Vorteil. Das ist einfach Wahnsinn, weil du diese Mörder-DPM halt hast. Ne? Also das ist ja auch der Grund, warum... Weil die Russen haben da ja echt das kompletteste Paket. Sie sind schnell. Ne, also wirklich agil, haben relativ kurzen Reload, ne, der Alpha ist auch okay mit 300 irgendwas, ne, da macht das schon Spaß. So. So, einfach mit Schwung auf die IS-7 drauf. Problem bei der ganzen Geschichte war da gerade nur, ja, IS-7-Panzerung kennt man ja, geht nicht durch. Ja, wenn es aus der Fahrt nicht geht, dann muss man eben mal manuell zielen. So, IS-7, zack, das Kettenlaufrad geht immer. So, mittlerweile steht 10 zu 8, 3000 Schaden. Also man sieht schon, jetzt hat er hier auch eine gute Flanke drin. Ne, dass sie die schön, schön von der Seite noch drin haben. Das heißt, die können gar nicht so viel machen, wenn sie sich nicht verziehen von da. Ja gut, jetzt trollt es gerade ein bisschen. Ne, die hätten auch beide oder drei treffen können. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber passiert. Jo, dafür der. Vorteil APCR-Munition ist ja halt die Fluggeschwindigkeit, dass die so abnormal schnell ist. Das heißt, du brauchst nicht wirklich viel vorhalten. Ne? Und das ist einfach so der Hammer, ey. Du brauchst bei den Schüsseln einfach nur Auto-Aim. Also wie sagte Anni immer so toll halt, ne? Rechtsklick, linksklick, rechtsklick, linksklick. Ne? Also das funktioniert eigentlich immer. Ne? Immer mit dem Schuss. So, da hinten kommt es wohl. Ah, wieder. Es steht 10 zu 10. Also das Ding ist überhaupt nicht gegessen hier, ne? Also, ja. Der 100 ist hinten in der Stadt, wenn er da rankommt, den rauszunehmen. Aber jetzt muss er wirklich mal Gas geben hier. Ja gut, der ist One-Shot, der T62A, aber steht unten in der Senke drin. Ja, der LT. Also was ich mittlerweile auch aufgehört habe, natürlich hätte man sagen können, warum hilft er nicht sofort dem T54 LT, weil er dann nämlich den anderen in der Flanke hat. Ja, und weg. Ja, war ein bisschen fix, wie man gesehen hat halt, ne? Also RAM-technisch hält die Schüssel überhaupt nichts aus. Allerdings, der Turm dreht sich halt, wie gesagt, echt schnell. Die Silhouette ist flach halt, ne? Und die Knifte ist einfach geil.
Ne, das ist also wirklich diese typischen Russenkniffen, die sind der Hammer. Ne, diese APCR-Standardmunition halt, ne, dieses super schnelle Einzielen und echt super. Was haben wir da noch? Ein One-Shot-E100, den müsst ihr aber rauskriegen. Also mittlerweile ist der Dropsy auch gelutscht. Wirkungstreffer. Ja, da kann er jetzt im Prinzip sich einfach erstmal mit der Maus beschäftigen. Problem ist natürlich, wenn der E100 die große Knifte drin hat. Also diesen kurzen Stummel mit seinen 750 Alpha sind das, glaube ich, halt. Das ist natürlich schon eine andere Geschichte. Das kann dann ziemlich nerven. Das ist jetzt natürlich ziemlich cool halt, ne, dass die Maus die ganze Zeit zu ihm steht. Kann man immer schön reinholzen. Wo der E100 auch immer ist. So. Ja, das müsste reichen. Jawohl, da ist der Krieger. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Bei 6330 Schaden mittlerweile. Auch sehr gut. Und da ist der One... Ah, nicht One-Shot. Eieiei, das wäre gut. Im Endeffekt ist sowieso egal, weil wenn der E100 ihn einmal trifft, in der Zeit hat er sowieso ein paar Mal nachgeladen. Das reicht. So, der fährt nicht raus, aber dann kann er einfach hinten hinter das Haus fahren, genau. Also man sieht auch Geschwindigkeit, 50 km/h. Das Ding ist halt wirklich bretthart, wenn man, ja doch, einiges bounced. Also ein paar Bouncer hat er ja gehabt, ne? T62A ein paar Mal gebounced. Zack. Genau, einfach mal auf Heat umgeladen, so wie sich das gehört. Das ist halt das Tolle halt, du kannst damit einfach mal drauf halten. So, dann gucken wir uns mal die Auswertung an. Das Ding gemeistert, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, man sieht T22 Medium, ja, das Großkaliber, den Tanksniper und die Top Gun. Ein bisschen kleines Geraffel mit bei, gehört auch alles mit dazu. Gut, dann kommen wir mal zur richtigen Auswertung. Also, wie gesagt, 6671 Schaden, 7 Kills, 1364 Base XP und 7 Medaillen mit allem drum und dran. So, 28 Schuss abgegeben, davon 27 getroffen. Und man hat gesehen, da waren auch die Hälfte vom Schaden fast, über 300 Meter. Also die ist nicht ungenau, die Knifte. Ja, 24 Schuss davon durchgeschlagen. Damage Block bei Armor 1610. Wovon er sich natürlich auch bei dem M103 zum Beispiel am Anfang, wenn er sich ein bisschen anders gewinkelt hätte, aber die waren natürlich im Infight mit dem T10. Da hätte er seine Panzerung natürlich vielleicht noch ein bisschen besser mit zum Arbeiten bringen können. Aber gut, das ist natürlich im Infight und sowas halt. Die waren so fokussiert auf den T10 und weil er natürlich seinem Kollegen geholfen hat. Absolut nachvollziehbar. Jo, 1600 Spot noch mit bei. 6 Minuten 16 die Runde. Gut, auf jeden Fall. Jo, bisschen, ja, man sieht schon, also es kostet alles ein bisschen Geld hier. Verbrauchsmaterial 20.000 fürs Futter. Ja, Munition an sich, Autorepair halt, ne, ist auch nicht ganz so billig halt. Bleiben dann nur 12.000 über. Aber egal. So wie mir bekannt ist, ich glaube, du kannst damit auch gar nicht wirklich Kohle machen, sondern das ist mehr oder minder halt zum Crew-Leveln. Da muss ich aber auch nochmal nachgucken. Das weiß ich auch nicht ganz genau. Jo. Wir sehen auf jeden Fall 2046 XP mit Premium. Kann man so lassen. Ja, tolle Runde gewesen und wir sehen uns gleich zur zweiten. Bis gleich. So, willkommen zurück zur zweiten Runde. Wir befinden oder gucken uns diesmal den Panzer Mutz an. Den Achter, ja eigentlich Schweizer Premium Panzer, aber in den deutschen Baum mit integriert, da es in der Hinsicht keine Schweizer Flotte geben wird. So, wir befinden uns auf der Siegfriedlinie. Ja. T8 Top-Tier, keine Arti, also das ist sehr schön. Arti-freie Spiele sind eh die besten. Laut XVM 30% Siegchance, lassen wir uns mal überraschen. So, ja, der Mutz, was bleibst du zu sagen? Wir können mal eben gucken, wir haben mal kurz ein bisschen Zeit. Also 90mm drauf, die 212 Durchschlag, 240 Alpha, das müsste die Tigerkanone sein mit 259 Durchschlag und 42, 90mm. Joa, da gucken wir mal, wie sich's entwickelt. Ja, da gibt's auch gleich schon ein bisschen Feuerwerk. Gehen wir mal auf seine Sicht drauf und er hat sich für entschieden, das Feld abzudecken. Da natürlich keiner kommt. Gegner hat zwei Scouts mit dem 1375 und dem Leopard. Ja, was ist das Besondere am Mutz? Das Besondere am Mutz ist eigentlich, dass er wirklich eine gute Gun-Depression, ansonsten sehr mit Vorsicht zu genießen, das Ding. Der hat null Panzerung, die Genauigkeit und auch die Snapschüsse sind, naja. Sie sind auf jeden Fall in Ordnung. Vielleicht habe ich auch nur ein bisschen Pech gehabt bei dem Panzer, aber mittlerweile mit dem RNG, das kann natürlich auch sein. Ansonsten, also ich sag mal, er macht schon Spaß halt, ne? Wenn man ihn schon mit seinen, über seine Stärken spielt. Oh, der steht ja auch gut da. Wo auch immer der Schuss gerade hinging. Super. Oh, Ast rein. So. Da hinten fährt noch der andere Scout lang. Okay. Oh, der AMX steht immer noch da unten drin. Der T44 kriegt den aber nicht auf. Mittlerweile kann er auch weggefahren sein. CDC steht ganz weit weg. Gut, so, ersten anderthalb Minuten rum ist mal keiner gestorben. Das ist ja schon mal schön, ne? Weil manchmal sind ja nach der ersten Runde schon irgendwie die ersten fünf tot. So, das wird der AMX gewesen sein, der ihn da hinten gespottet hat. Der wird ihm jetzt mit Sicherheit auch eine gleich in die Seite geben. Oder auch nicht. Oh, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren.
Gut, das ist schon mal gut. Da hinten ist gleich der ELC durch. Ja, der wird es aber mit dem CDC da hinten zu tun kriegen. So, mal sehen. Der Centurion steht noch da hinten in der nächsten Einfahrt. Also der wird ihm da auch nicht auf die Pelle rücken können. Dann gucken wir mal weiter. Oh, da ist er wieder offen. Ja, das Problem ist wirklich, dass da unten gerade keiner steht halt. Ne? Das ist das Blöde. Bin ich besoffen? Wieso schreibt ihn denn der 13... Hä? Type 59? Ach, der ist links von ihm. Alles klar, jetzt habe ich es auch gerafft. Ja, was sie an der Karte geändert haben, die haben ja hier diese ganze Hügellandschaft geändert. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, außer Fahrt brauchst du da eh nicht drauf schießen, aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Und normalerweise, wie gesagt, also Snapshots mit dem Ding, also bei mir, die fliegen alle wirklich irgendwie echt, keine Ahnung. Fährst durch Hamburg und schießt das Münchner Ortsschild ab, so ungefähr läuft das dann. So genau, dann erstmal ran da. Ne, das haben wohl, der CDC ist auch weggefahren, also die tummeln sich alle in der Stadt. Ja, hier sind, kann er jetzt natürlich seine Stärken ausspielen, eine affengeile Gun Depression, wenn ihm keiner vors Rohr fährt. Ja, genau, T-44. Der wird gleich schießen, wird nicht schießen. Sehr schön, sehr schön. Ja, da würde ich mich jetzt immer ein bisschen... Ach du Scheiße, AT-8 von vorne, da muss man halt schon echt die Kommandolücke treffen. Aber trifft er, wunderbar. Ich will auch mal so viel Glück haben, ey. Das ist echt immer, wenn ich irgendwie mit dem Teil schieße, meine Schüsse fliegen sonst hin. Also die fliegen ja echt gerade schön in die Mitte. Sehr schön. Also da sieht man wieder, steht 2 zu 7 mittlerweile. 2 zu 8. Ja, genau, immer rennen. Ja, Munitionslager ist von der Größe her, wie man sieht, also die Munition an Bord ist auch annehmbar. Also über 30 Schuss AP hat er damit gehabt, dann 11 APCR, 2 HE. Ja gut, die kannst du auf der Schüssel auch vernachlässigen. Ich sag mal, das ist jetzt natürlich sowieso Gott in Frankreich halt, ne? Du bist, fährst mit dem T8 und kommst auch als Top-Tier rein halt, ne? Wenn du mit der Schüssel, der hat kein Special Matchmaking, muss man dazu sagen, gibt's ja nicht mehr. Das heißt, er kommt auch in T10er-Gefechte, das wird dann schon ziemlich sportlich. Da kannst du echt nur noch flankieren. Und ja, muss dann teilweise, je nachdem, was du da vor dir hast, dann auch echt schon mal umladen. Ja, das ist dann auch ein bisschen blöd. Oh, der ist schon, da kommt er da durch. Schön gegengeballert. Ast rein. So, da jetzt vielleicht nicht unbedingt stehen bleiben, wenn der Tiger. Ey, die Snapshots, die Dinger sitzen aber auch gerade. Alter, die Waldfee, ich will auch mal so viel Glück haben. So, den erstmal weg. Jetzt muss er erstmal sehen, dass er diesen scheiß AT-8 da hinten gleich mal rauskriegt. Oh, der ist gebounced, sehr schön. Immer durch. Tiger hat ja keine Panzerung in dem Spiel. Eine sehr gute Kanone. Finde ich die beste auf T7 mit dem T29 zusammen. Und zwar unterschiedliche Charakteristika. Jetzt haben wir es aber. Immer noch gut. Jo, wie gesagt, Snapshots sitzen. Naja, das braucht man glaube ich dann auch, um dann, sage ich mal, wirklich dann das Ding so spielen zu können. So ist das der CDC. Auch noch kein sicherer One-Shot beim Low-Roll. Kommt er nicht durch? Kommt er? Kommt er nicht? Kommt er? Kommt er? Ja, Schüsse sitzen. So muss das sein. So, jetzt haben wir noch den CDC hier vorne. Den wird er sich noch fangen. Genau, der hat nämlich auch einen ziemlich guten Durchschlag. Jo, und da hat er Glück gehabt, dass er vorne links das Kettenrad getroffen hat und durchgekommen ist. Vielleicht war es auch noch die Wanne, dass es ein bisschen Server sind gewesen. Das muss natürlich auch sein. So. Sehr schön, sehr schön. Ja, den muss er jetzt auch haben, wenn der nicht großartig wegfährt halt. Das ist halt sehr schön, sobald die da hinten reinfahren, dass du halt dann echt flankieren kannst. So, da haben wir noch den M6. Mutz Godubre, was auch immer das heißt. Keine Ahnung. Guten Tag, Wodka ist schlecht. Ich habe keinen Plan, ich verstehe kein Polnisch. So. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der wird wahrscheinlich irgendwo hingefallen sein, mal wieder. Ah ja, die Kette abgeschossen. Das ist natürlich auch wieder geil. So, jetzt muss er nur mal sehen, dass er sich für den M6 gleich nicht zu offen macht. Weil die Karre hält halt einfach nichts aus. Da kommt ein T29, dem kann er vielleicht noch unten in die Wanne. Genau. So, da würde ich mich jetzt aber nicht auf einen Shootout einlassen, weil dafür ist der T29 einfach zu stark. Der Reload unterscheidet sich, es sind zwar 3 Sekunden halt, aber du kriegst den halt, kriegst keine 2 Schüsse gesetzt. Kannst halt einen reinschießen, dann fängst du dir, wenn du Pech hast, ein, dann kannst du noch einen machen, aber dafür sind die Schellen einfach, das ist zu teuer. Über 300. Alter, das ist unglaublich, ey. Das, anstatt dass die Dinger mal Schaden machen. Nein, Kette gezogen. So, wunderbar. Nächster Kill, 6 Kills, herzlichen Glückwunsch zum Krieger. Wunderbar, die Topkante ist schon mal deins. So, und Tiger 2 haben wir noch und den T29. Mittlerweile hat sich das Blatt ein bisschen gedreht, nachdem es 2 zu 8 stand, muss man ja auch mal dazu sagen. So, sauber einziehen, wunderbar. Und wieder weg. Ja, Problem ist jetzt, lässt man sich noch ein oder fährt man wieder weg? Oh cool, der ist ganz dahinter gefahren. Ah, Tiger 2.
Dem kann er jetzt aber, na, dem hättest du noch eine geben können. Ne? Das ist ein Fehler, den ganz viele Leute machen. Und zwar, die fangen sich eine von einem Heavy und wie man jetzt gesehen hat, schießen gleichzeitig und fahren wieder zurück. Warum? Stehen bleiben, zweiten Schuss setzen. Ne? Da kann dir nichts passieren. Die DPMst du einfach weg, weil du einfach einen höheren Damage-Output hast. Ja, wunderbar. Das können wir auch machen. Der wollte es natürlich wissen. Oh, da hast du aber Glück gehabt, dass er da durchgekommen ist. Und ein High-Roll, jawohl, jawohl, jawohl. Der guckt woanders hin. Und weg ist er. Wunderbar, ja. Bisschen RNG-Glück gehabt, die Runde, muss man fairerweise mit dazu sagen. Wir ziehen mal die Auswertung rein. So, also man sieht den Panzermutz auf der Siegfried-Linie. Jo. Kleine Medaillen, das Ding gemeistert. Glückwunsch dazu. 140.000 Credits brutto, 5.054 Erfahrung. Ja, es gab die Radley Wolters Medaille. Das ist immer eine feine Sache, finde ich sehr schön. Also 8 Kills, wunderbar. So, das Großkaliber und natürlich den Krieger. Kommen wir mal zur Score-Auswertung. Also 5.275 Damage, jo, kann man so stehen lassen. 8 Kills, 1685 XP. Jo, 29 Schuss abgegeben, 26 davon getroffen, 24 Durchschläge. Wie gesagt, besagter Schaden, ja. Relativ viel im Nahkampf, also nicht groß über große Distanzen. Ne? Also man sieht schon, das war nicht wirklich viel, das waren alles so Schüsse um die 200 Meter. Ne? Und ja, ein bisschen RNG-Glück gehabt, aber gehört auch mal mit dazu. Ja, 140.000 brutto und 120.000 fast, also 119.470 netto. Sehr schön. Jo, ohne Premium 1685, mit Premium 2527. Jo, mal 2, mal Premium Rhabarbera Bommel 5300. So, wenn du da noch Crew-XP angeschmissen hast, ja, dann lohnt sich das. Dann kannst du da richtig teuer rausgehen. Ja, ich hoffe, euch haben die beiden Runden gefallen. Ich fand sie beide sehr gut, muss ich sagen. Sowohl vom T22 als auch jetzt vom Panzer 58 Mutz. Ich hoffe, euch geht's ebenso und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat und wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin dann. Ciao.